Ja, da blinkt das rot. Die Heizung wird gekühlt. Wird da heruntergefahren. Hier ist sicher hier. Hier ist eine Fahrstufe. Hier hinab, hier ist ein Zellrad, das so die Stücke zerkleinern, die zu lang sind. Und hier innen steckt jetzt ein Holzstück. Hier auf Störung. Ganz ausschalten, wieder einschalten. Kontrolllampe wieder grün, leuchtet wieder grün da. Ja, ich denke, wenn da die Heizung gerade gestoppt ist, jetzt kann ich wieder nur starten. Ich weiß noch nicht, wo der Fehler war. Werde ich. Die startet selber. Ich wollte eigentlich die Heizung schneller reinigen. Aber jetzt ist da schon wieder, wird wieder gezündet. Sieht man das? Ja, die hat mir jetzt da zu früh gestartet. Aber jetzt unterbreche ich das nicht mehr. Sonst hätte ich auch zur Kontrolle nur die Ascheschnecken laufen lassen können. Rüttel betätigen, Rost betätigen, Kipprost. Aber jetzt im Startvorgang kann ich das nicht mehr. Ich müsste da wieder abstellen und runterfahren lassen. Mache ich nicht. Ich lasse den jetzt starten. Schauen wir mal, was da passiert. Ja, die Heizung hat ja wieder gestartet und fährt jetzt runter. Nach Rücksprache mit der Alotherm AG läuft das so. Die startet, weil noch nicht verbranntes Holz im Feuerraum ist, startet die zuerst und hat das Holz verbrannt. Und fährt jetzt runter, macht Fehlerbehebung und sollte wieder von alleine starten. Ich warte jetzt halt daneben, beobachte das, ob es funktioniert, ob die Störung behoben ist.